Herzlich willkommen. Hi. Ich bin Rahim, das ist Kelly. Herzlich willkommen, Kelly. Welcome back zu unserer Good Cop, Bad Cop Reaction. Die nächste Folge kommt sofort direkt, weil wir wollen natürlich auf das nächste Musikvideo eingehen, das nämlich Nummer 1 ist und nicht Nummer 2, so wie Shindy. Ja. Ich war da der Bad Cop und darf jetzt das noch ein bisschen weiterleiten. Arme Sau, Nummer 2, schade, Alter. Aber wir machen jetzt die Nummer 1. Wir wollen Capital Bra abchecken. Capital Bra. Capital Br. Da dieses Format ist im Endeffekt so aufgeteilt, dass einer den Good Cop, einer den Bad Cop spielt. Das wird, der Gast wird hier ausgemünzt, da wird die Münze geworfen. Kopf bedeutet Good Cop, Zahl bedeutet Bad Cop. Da wechseln wir jetzt mal ganz schnell auf unsere Münze des 21. Jahrhunderts. Boom, da sind wir auch schon. Übrigens, abonnieren lohnt sich definitiv, denn dieses Format kommt jetzt nur noch. Naja, immer, fünfmal am Tag. Fünfmal am Tag, denn es ist etwas, was mir wirklich Spaß macht. Ja, grade. Und was wir auch so privat machen. Was wir sowieso die ganze Zeit machen, deswegen haben wir uns überlegt, ja, machen wir das einmal hier immer vor der Kamera, da können die Leute auch dabei sein, Spaß haben und mit uns lachen und auch weinen. Denn wenn man Kelly sieht, muss man ganz viel lachen. Oh, Gott sei Dank, ey. Kurve, Alter. Richtig die das Kurve. Das war eine scharfe Kurve, ey. Okay, lass mal münzen. Okay. Wirf. Kopf ist Boom. Good Cop, Zahl ist Bad Cop. Yes, komm schon. Also, ja, gut. Gut, dann musst du halt muss einfach ich halt wieder einfach den wieder Good Cop sein. Gut, aber ich kann Good Cop sein. Wir, ich bin gut im Good Cop. Können wir mal direkt eine Ausnahme, weil ich habe geklickt, deswegen gilt das für mich. Ah, okay, gut. Ja, okay. Achso. Dann bin ich, ich bin diesmal der Good Cop. Okay. Also ich werde jetzt die Rolle übernehmen. Das ist übrigens alles nur Entertainment, keine fachliche Meinung. Obviously, ja. Jeder wird hier eine Rolle übernehmen. Ich bin der Good Cop. Aber natürlich ist es trotzdem auch eine Meinung, weil was man negativ äußert, sucht man sich selber aus. Und das scheint einem ja auch negativ aufzufallen. Naja, so. Oder meine, ja, das ist wahrscheinlich an euch rauszufiltern, welche von den Meinungen, die man vertritt. Ja, man überlegt dann halt auch, ich habe in meiner Rolle in dem Video davor, was ihr euch übrigens auch anschauen könnt, habe ich daran gedacht, auch die ganze Zeit, was würde ein Hater jetzt sagen? Also es war jetzt nicht nur meine Meinung. Ich habe jetzt einfach nur, was würde ein Hater so typischerweise reflektiert sagen? Ich habe versucht, ein bisschen empathisch mich in so einen Hater reinzufühlen. Das werde ich jetzt andersrum machen. Ich werde jetzt der Good Cop sein und werde Capital Bra mit seinem, ich bin gespannt, das ist ja von Modern Talking, Sherry Lady. Ja, da gab es ja vorher wohl auch irgendein Beef und dann haben die sich vertragen, genau, Dieter Bohlen und er war irgendeine Story, ne? Richtig, war irgendwie Instagram. Ja. Bohlen hat nämlich gesagt per Insta Stories, dass so jemand wie Capital Bra eben in ein paar Jahren, in 35 Jahren hat er glaube ich genau gesagt, einfach nicht mehr relevant sein wird mit seiner Musik. Capital hat dann natürlich mit drauf geantwortet, auch im Insta Story gesagt, was soll das und geht gar nicht und lalala. Und irgendwie später kam dann raus, das hat Capital Bra auch in einer Insta Story erzählt, dass sie telefoniert haben und er meinte, dass Bohlen echt respektvoll und korrekt war. Und dass sie sich und ihm einfach auf eine höfliche haben, Weise cool gesagt war. Hat, ey, du bist super unrelevant in 30 Jahren. Mit Argumenten. Sind wir schon in der Rolle? Sind wir da schon in der Rolle? Da sage ich nur, sind wir jetzt? Was für Wichser. Genau. Bad Cop hat natürlich die Sonnenbrille auf, als kleine leichte Maske. Beautiful. Gucken wir mal. Ich bin bereit. Let's go. Ach, guck mal, schön. Muss ich auch direkt am Anfang sagen, VHS-Effekt reicht jetzt auch langsam wieder. Hat jeder schon gemacht. Aber muss jetzt nicht unbedingt nochmal sein. Das ist wirklich sehr einfallslos, finde ich. Nostalgie hat ja auch immer irgendwas Positives und Schönes an sich. Also ich finde das schon gut, dass sie das so machen. Ach Mensch, komm, das ist cool sieht aus. Zwischen uns hat's gefunkt beim ersten Mal. Ist das nicht so eine Instagram? Auch wenn's keiner versteht, du hast. Ach, das ist er. Ich habe gerade erst gesehen, dass er das ist mit den langen Haaren. Das steht ihm richtig gut, wenn er die Haare so offen hat. Habe ich jetzt nicht gemerkt. Habe ich beim ersten Mal. Muss ich sagen, habe ich da keinen Bezug zu, ehrlich gesagt. Er sieht aus wie ein Fotomodel, unglaublich. Absolut überhaupt nicht. Auch mit dem Calvin Klein. Ja, aber das ist dann wieder dieses... Ich habe eine Calvin Klein... Auch, dass sie wieder also dreckig aus der Hose rausguckt. So, was soll das? Verstau mal deine Unterhose da, wo sie hingehört. Es heißt nicht umsonst Unterhose. Die ist unter der Hose, nicht über der Hose.
finde ich einfach unnötig. Wenn er ganz ohne Hose dastehen würde, wäre okay. Das sieht doch mega cool aus. Das sieht nicht cool aus. Nee, das ist aber objektiv. Das kannst du nicht als Das wird als so vermarktet. Standpunkt, das heißt, dass man das auch so trägt. Das ist vollkommen in Ordnung. Also, wo hast du das jemals gesehen? Schön. Die haben immer nur die Unterhosen Justin an. Justin Bieber und A$AP Rocky jetzt ganz aktuell. Ich hasse A$AP Rocky. Wow, du spielst deine Rolle richtig gut gerade, Alter. Wie ernst du das gesagt hast. Das kann nicht sein. Oh, ja, du spielst deine Rolle gut, Alter. Komm, aber guck mal. Ja, mach mal. Guck mal. Keiner versteht, du hast schöner Arsch. Meinen Kopf verdreht. Und deine Art, wie du sieht tanzt, gut aus. Richtig hübsch. Und wir sind frei. Schöne Farbeffekte, sehr schön. Muss ich ganz einschränken, die Farbeffekte sind überhaupt nicht schön. Das finde ich auch wieder so, ja, ist halt voll grenzwertig, so vom, sag ich mal. Ich will jetzt nicht drauf eingehen, aber das Bild der Frau in den Rap-Videos, ich sag das sonst. Mir ist gerade vollkommen egal, was du sagst, weil du hast an so einer guten Stelle angehalten. Ich bin gerade mehr als positiv gestimmt. Ja, ich frage mich halt auch, wie wenig Mühe kann man sich bei so einem Video geben, ja? Du nimmst einfach ein VHS, du hast verwackelte Bilder ohne Ende. Das ist noch nicht verwackelt, das ist... Es ist einfach random in irgendeinem Hotelzimmer, es gibt keine anderen Locations. Vielleicht haben die das monatelang irgendwie Capital ausgesucht. Bra haut es ist einfach Fact, haut jede Woche irgendeinen Song raus, es ist einfach manchmal zu viel. Manchmal sogar zwei oder drei, der Typ arbeitet wie sonst was. Ja, aber dann, der ist am Hasseln. Ist die Qualität geil, natürlich, sieht man auch an, also Qualität geht hier ab. Absolut nicht vor Quantität, da wird rausgehauen. Ganz allein, okay. Sherry, Lena, du bist was Besonderes. Geil. Was sind das für Standbilder? Ist ja auch geil, bisher hat niemand diesen Modern Talking Song, hat bisher noch nie irgendjemand mal gecovert. Oder natürlich. Echt, so? Doch. Aber so cool. Also auch mit diesem neuen Stil, der heute angesagt ist, diese der in 30 Jahren auch nicht mehr relevant sein wird. Von denen auch, aber ich muss auch also sagen, jetzt hört wird er sich halt einfach, sein. Ja, aber nur wegen der Backstory. Ganz ehrlich, jeder Song von Capital Bra hört sich gleich an, das ist hier keine Ausnahme. Gar nicht. Doch. Hört sich jeder Song Doch, gleich hört an. Sich, jeder Song hört sich gleich Völliger an. Völliger Quatsch. Kann ich wahrscheinlich kann Summer hier Capital Bra. Ich kann Capital Bra auch nicht mehr sehen mittlerweile. Ist mir einfach zu viel. Der spammt jeden voll. Außerdem, was heißt Capital Bra? Bist du ein BH? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Vielleicht ist deswegen auch die Frau im Bra. Capital Bra. Er ist Ach, so statt der, Wonder Bra, weißt du, Capital Bra? Genau, das ist ja, so ist dein Bra, den du im Alltag trägst, das Capital Bra. Ist doch mega geil. Absolut bescheuert. Guck mal, wie schön, dass du so ein Handplatz dazu hast. Ich wollte gerade sagen, das ist richtig schlimm, das dieses Tattoo. Das ist doch mega Tattoo. Schön, das ist Nein. So, also die Natur auf dem Körper vertreten zu haben. Außerdem, was sind diese Dinger, die die ganze Zeit rumfliegen? Das sind Cherries. Der Song geht um Kirschen. Das sind Kirschen, die da rumfliegen. Das ist doch so der randomste Scheißeffekt, den du dir bei Google holst. Du gibst bei Google Cherry Animation ein. Das erste, was kommt, ist diese Animation mit Greenscreen dahinter. Was? Cherry Animation. Cherry Greenscreen. Animation Greenscreen. Ist ein anderer Effekt. Nein, es ist safe der gleiche. Das ist nicht der gleiche Effekt. Du willst jetzt einfach nur aus Prinzip haten. Das ist man merkt, das ist nicht mal fundiert, was du da von dir bringst. Doch, das ist fundiert. Ich wette, das ist fundiert. Erstmal ein super cooler Sound hier. Warte mal. Ja, mach mal vor. Ja, gut. Ja, aber es könnte, im Prinzip könnte das das Gleiche sein. Also seien wir mal ehrlich. Find ich richtig gut. Wenn du gut. Flying Cherries eingibst, ich wette, du findest das okay. Machen wir hier nicht eine Minute, zwei Minuten. Mir ist langweilig. Es ist immer das Gleiche. Nein, gar nicht. Hör doch mal auf den Text. Cool, er hat sich ja nicht mal Mühe gegeben, irgendeinen persönlichen Twist in diesen Song reinzumachen, sondern er singt ihn einfach eins zu eins nach, nur mit ein bisschen moderneren Beat. Das war doch nicht der gleiche Verse. Und dass dieses die Hook Video gleich ist fucking ja langweilig. Wir sind eine Minute, ich bin gelangweilt, ja ich will wegdrücken. Baby, komm schon, lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht. Wer ist echt, wer ist falsch? Nimm mein Herz, es ist dein. Ist es der gleiche Text wie im Originalsong? Ist es der gleiche Text wie im Originalsong? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Siehst du, der hat da einen neuen Twist reingebracht. Ja, der hat seinen Stil reingebracht. Komm, nur weil du den. Seine Erfahrung. Aber das ist jetzt auch nicht der krasseste lyrische
Megakiller, den der da bringt. Also das ist wirklich ein 5-Minuten-Song. Die Hook hat er einfach 1:1 übernommen. Ja, aber das muss er ja machen. Wenn es ein Remake ist, muss ja die Hook erkennbar sein. Fucking langweilig. Du musst ja, wenn du ein Remake machst, musst du ja irgendwas übernehmen, damit das als Remake überhaupt wahrgenommen wird. Er kann ja nicht alles komplett neu machen. Das geht ja auch nicht. Der komplette Stil ist ja schon anders. Ja. Ich finde das super, dass er die Hook so gemacht hat. Offen für dich ist dort ein Platz. Aber das Musikvideo ist langweilig, kannst du nichts sagen, da passiert gar nichts. Also für mich ist es nicht langweilig, weil die Dame echt wirklich gut anzuschauen. Ja, du hast sie doch schon gesehen, was soll jetzt noch passieren? So gar nichts. Soll sie sich noch zweimal umdrehen oder was? Ja. Ja. Wenn jemand so hübsch ist, dann darf er. Selbst er sieht wirklich gut aus. Auch mit den Haaren, ich wusste gar nicht, dass er so lange Haare hat. Ohne Kappe. Cool. Da. Das ist so direkt ein Ohrwurm auch, weil man das schon kennt. Ich finde das super. Das ist richtig cool. Ist super langweilig. Weißt du, Dieter Bohlen macht danach wenigstens noch Cherry, Cherry Lady. Der hat ja nicht mal selber so ein gesungen, die, ja, aber das ist doch, er macht die ganze Zeit das gleiche. Cherry, Cherry Lady. Das geht fucking 2 Minuten. Wie hat er das auf 2 Minuten 30 gestreckt? Da sagt man immer bei YouTuber, die strecken ihre Videos. Capital Brush streckt seine Songs. Ganz ehrlich, nach einer Minute war das over. Aber und dann ist, streckt mal, er nicht mal richtig, sondern nur auf 32. Warte mal. Das ist Nummer 1 in den YouTube-Trends. Das heißt, das Ding ist gut. Wenn das in den Trends absolut, ist. Absolut, wenn was auf Platz 1 in den Trends ist, dann ist es gut. Das ist ein Faktor dafür. Genau. Siehst du, da war jetzt wieder ein Shot, auf den ich gewartet habe. Guck, ja. Siehst du? Dafür hat es sich doch gelohnt. Was will ich sehen? Ja, aber denk mal an die Leute, die nicht auf Frauen stehen. Für mich ist es langweilig. Das kann ich mir auch jeden Tag alleine im Spiegel angucken. Ich genug gesehen. Ja, du vielleicht, aber ich nicht. Und viele andere vielleicht auch nicht. Ja, und wie viele Frauenprozent gucken sich das an? 50-50 mindestens. Und vor allen Dingen ist es ja sehr umständlich, wenn du dann so komisch gucken in das Spiel. Und vor allem, er ist jetzt auch keine Augenweide, weil er nicht viel zeigt. Was? Er hat eine Cappy an. Der sieht doch mega krass aus. Er hat eine Cappy an, er hat aus. Eine Sonnenbrille an. Okay, vielleicht die Bauchmuskeln sind vielleicht siehste? Etwas pliesig. Ja, ja. Aber da hat, etwas? Ganz da. Ehrlich, Leute, die das auf Frauen stehen, haben viel mehr an dem Video. Nein, er ist, als doch, ich. Er ist doch voll, du hast gerade selber gesagt, er ist auch pleasing mit ja, seinen Bauchmuskeln. Ja, aber sie hat schöne Brüste, schöne Beine, sie zeigt ihre Sachen. Mumu, er hat einen coolen die rauskommt, Stil. Wenn sie sich überbeugt, die hat schöne nee. Haare. Auch als Pärchen das einfach wahrzunehmen, ist doch voll schön, auch für die Frauen, das so zu sehen, dass sie so ein Pärchen und so. Ist doch, das finde ich mega geil. Ja, aber doch nicht 2 Minuten 39 lang. 30 Sekunden natürlich. Vielleicht. Natürlich. Andere gucken 90 Minuten lang Film, wo es um irgendeine Liebesstory geht. Das ist doch keine Liebesstory. Die tanzt nackt. Doch, er sagt Cherry, Cherry Lady, mit dir ist alles. Das ist keine okay. Liebesstory. Doch. Was kommt jetzt? Er hat den Song nicht mal auf 2:30 gestreckt, sondern nur auf 2:17. Oh, scheiße. Okay, ich kann nichts mehr sagen. 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 Es war. Okay. Rolle abgelegt jetzt. Ich kann leider nichts mehr weiter sagen. Ich würde sagen, ihr entscheidet, wer diesmal die Runde gewonnen hat. Schreibt Hashtag GoodCop für mich, Hashtag BadCop für die Kelly. Lasst es gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr irgendwelche Änderungsvorschläge, Wünsche, sonst irgendwas, was wir angucken sollen. Vielleicht auch mal alte Videos und sonst irgendwas. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Instagram-Likes freuen wir uns beide. Und ich switch hier nochmal auf diese Sicht und mach dann mal ganz cool dieses Audio-Ding rein. Bis zum nächsten Mal.